Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu ein bisschen Sachen erledigen, schnacken und ja, alles Mögliche, aber nicht das finden, was ich brauche. Genau, falsche Mappe mitgenommen. Läuft. Jo, super ihr Lieben, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich mein Papier hin habe. Mein Innenpapier, das heißt, das muss ich jetzt nachher suchen. Ich habe jetzt noch mal den zweiten Einband vorbereitet, weil ich ja noch so viele von den Blättern übrig habe. Und die kleine Maus schläft noch. Dementsprechend dachte ich, könnte man ein bisschen kreativ einfach sein. Es wird jetzt auch so ablaufen, dass ich, wenn ich dann die Blätter gefunden habe, also ich gehe jetzt auch gleich auf die Suche, ich brauche noch 3 Stück, dann werde ich mitfilmen, wie ich so die Seiten gestalte. Aber nicht mehr einzeln jede Seite, sondern einfach so ein Komplettvideo, dass es einfach alles komplett zusammen ist und ja, einfach auch schnellstmöglich dann fertig wird, weil ich wirklich jetzt immer noch das Sweet Girl Album auf meiner Projektliste habe. Dadurch, dass ich jetzt ja noch ein zweites angesetzt habe, habe ich es nicht runtergestrichen, denn wenn ich das runterstreiche, passiert Folgendes. Ich streiche das aus der Projektliste, schmeiße die Bastelutensilien für dieses Album irgendwo hin und werde es dann wahrscheinlich das nächste halbe Jahr nicht mehr angucken. Das ist für mich dann immer so ein, ja, so doof, auch teilweise ärgerlich, weil ich mir dann selber schon so ein bisschen die Fertigstellung von Projekten verbaue. Genau. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zugucken und wie gesagt, ich nehme euch das im Schnelldurchlauf auf. Ich werde es zusammenschneiden, Stückeln machen, tun. Und dann bekommt ihr heute Abend das ultimative Abschluss, also den ultimativen Girly oder Sweet Girl Album Abschluss von beiden Alben. Ich bin auch am Überlegen, ob ich vom ersten Album die Seiten noch ein bisschen straffer einbinde. Die sind nämlich sehr, sehr, sehr locker eingebunden. Aber ja, das muss ich, wie gesagt, auch das Seiteneinbinden binden von diesem Album muss ich jetzt nicht krampfhaft irgendwie vor der Kamera machen, weil ihr ja jetzt mittlerweile mitbekommen habt, wie oder was für eine Bindung ich verwende. Wie gesagt, heute Abend werdet ihr dann einfach das komplette Video mit dem Endergebnis bekommen. Genau, und jetzt wünsche ich euch, wie gesagt, viel Spaß beim Angucken und bis später. So, hey ihr Lieben, ja, jetzt seht ihr mal, ich bin fleißig wirklich am Seiten gestanden. Ich habe es auch kreuz und quer gearbeitet. Ich habe überhaupt nicht mehr auf irgendeine Reihenfolge geachtet, denn ich habe vorgestern den ultimativen Fehler gemacht. Als ich mir die restlichen Sachen schön hergelegt habe, habe ich komplett verpeilt, dass ich für den Bucheinband auch noch ein Dekopapier brauche und habe jetzt fröhlich und glücklich das komplette restliche Papier von diesen Blöcken in die Schulkindbetreuungstasche und habe das gestern früh weggeschafft. Also totaler Voll-Fail, ne? Oder habe ich es, nee, stimmt gar nicht, heute ist, nee, am Dienstag habe ich es mir vorbereitet, genau, gestern wollte ich es hochladen. Gestern war vorgestern, genau, ich habe es am Dienstag, habe ich alles hergerichtet und habe es am Mittwoch in die Schulkindbetreuung gebracht. Und dann saß ich gestern dran und habe gemerkt, hätte ich mir doch 2 von den großen Bögen aufgehoben, weil die Bögen, die ich jetzt noch da hatte, waren halt wirklich für die Seiten, die ich aber auch, muss ich im Nachhinein gestehen, ein bisschen knapp bemessen habe. Oder das Album einfach ein bisschen zu groß gemacht. Kann man sehen, wie man will, ne? Aber egal, völligst egal, die letzten 3 Seiten beziehungsweise die letzten 4 Seiten sind jetzt gestern Vormittag wirklich komplett voll entstanden. Und ich bin sowas von happy und sowas von zufrieden. Ich konnte jetzt dieses Projekt
auch schon wieder auf meinem auf meiner Bastelprojektliste abhaken. Ich weiß nur nicht, warum ich den Webster's Pages abgehakt habe, sehe ich gerade. Das stimmt nämlich eigentlich überhaupt nicht. Der ist nämlich noch gar nicht fertig. Also darf ich jetzt die Liste nochmal neu schreiben, weil ich mich irgendwie vertan habe. Genau. Was ich jetzt eventuell im Hintergrund mache, sind wirklich die Vorbereitungen für die Traveler Journals nächstes Jahr. Das werde ich im Hintergrund machen. Das hat den Grund, warum ich das schon fertig haben möchte, weil wir meist so gegen, keine Ahnung, so gegen Februar, März rum dann unter Umständen entscheiden, wo wir den Sommerurlaub verbringen. Und gerade Februar, März bin ich dann wirklich in der Planung für die Journals in Füssen. Was ich auch noch zusätzlich jetzt machen möchte, und das wird wahrscheinlich echt mega spannend und auch echt cool für euch zu beobachten, ist, ich möchte meine kompletten Journals, die ich über die letzten Jahre gestaltet habe, mal alle vom Regal holen, mal alle hochholen, mal alle durchgucken, weil ich habe da so viel, so krass heftig viel gejournelt, auch in der, in dieser, ja, ich spreche es einfach aus, es ist ja nichts Schlimmes, ne? Für viele war es schrecklich, für uns war es auch heftig, aber gerade in der Corona-Zeit habe ich sehr, sehr viele Journals gestaltet, nur leider habe ich mal beim Durchblättern, beim groben Durchblättern einfach gemerkt, dass diese Journals doch sehr oft etwas negativer, ja, etwas negativer sind, ne? Und das ist, ja, halt nicht wirklich so schön, ne? Und ich möchte einfach auch prinzipiell aus eigenem Wunsch nichts Negatives mehr um mich rum haben, weil, ja, mich das, auch wenn ich die Journals nur sehe, irgendwohin runterzieht. Ich hatte da mal so einen Begriff, ich habe ja noch einen anderen Kanal und auf dem habe ich euch auch ein paar Mal beim Ausmisten mitgenommen. Da gab es mal einen Begriff, den ich gelesen hatte, der im Endeffekt umschreibt, habe keine Energieräuber mehr in deinem, in deiner Wohnung, in deinem Lebensraum, weil ein negativer Impuls daran, wenn du dich mit dem Gegenstand nicht wohlfühlst oder dir das einfach nicht gefällt, kann so viel negative Energie auch in dir selber freisetzen, dass es einfach schon, ja, in Richtung ungesund geht. Und ich gucke dann halt nach oben auf dieses Regal und sehe, und das ist total zugeböllert. Und da sind 6 bis 8 Journals drin, die wirklich nur in dieser Corona-Zeit geführt wurden, wo ich mir mit ehemaligen Lebensbegleitern, nenne ich sie jetzt mal, da ja wirklich permanente Jammerei gegeben habe. Und ja, sowas möchte ich einfach nicht mehr in meinem Leben haben, weil ja, das einfach Energie frisst ohne Ende und das hat bei mir zu Hause in unserem Haus nichts mehr zu suchen. Wenn ich schöne Fotos drin finde, dann werde ich die definitiv rausholen und aufheben. Eventuell schneide ich dann oder gestalte ich dann ein einziges kleines Album davon, aber ich werde keine Romane voller Negativität mehr da reinklatschen. Weil, ja, sowas ist einfach total unnütz und sowas braucht kein Mensch. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich jetzt nachher auch gleich mal die Tonnen an Journals von unten hochholen und einfach mal durchsichten, weil ich muss halt schon ganz ehrlich gestehen, ich sitze hier und richte euch dieses Video her und es kribbelt mich schon wirklich krass, das eventuell sogar heute noch zu machen und heute hochzuladen. So, ihr Lieben, genau, ja. Aber was mich jetzt halt im Endeffekt auch richtig happy und richtig glücklich macht, ist, dass ich jetzt wirklich in den letzten Wochen so unwahrscheinlich, unglaublich viel auch echt geschafft habe, auch für mich persönlich,
Zu beenden, fertigzustellen, auszusortieren, durchzugucken, mich zu trennen, und einfach einen Überblick zu bekommen und auch im Kopf durch diese heftigen Ausmistaktionen allein im Kopf wirklich wieder so frei zu sein, dass ich mich einfach auf diesen reinen Bastelprozess so komplett einlassen konnte, um einfach wieder irgendwelche Projekte in Angriff zu nehmen, die ich so gern schon eine gefühlte Ewigkeit einfach beendet hätte. Und ich denke mal auch, warum das jetzt hier auch wirklich funktioniert mit dem Nachvertonen, obwohl die Kleine hier oben ist, ist halt einfach, dass ich eine ganz andere Einstellung habe und auch so viel Entspanntheit und Positives aussende, dass das halt die Kleine auch wirklich abbekommt und einfach merkt, boah, hier ist entspannt und es ist gute Laune und sie sieht ja auch die Veränderung, ne? Und die Kleinen, die nehmen eh so krass viel Schwingungen wahr. Und wenn sie halt so eine Schwingung wahrnimmt, dass ich total happy und glücklich bin, dann ist sie natürlich auch entspannter. Ja, und ich konnte jetzt tatsächlich meine alten Journals, meine alten Traveler Journals aussortieren und euch eine Videoaufnahme machen. Eine direkte Videoaufnahme, die auch gleich nachher hochkommt, in ihrer Anwesenheit. Also das ist, ich finde, die sitzt gerade total entspannt da und guckt sich ihre Bücher an. Die ist total entspannt und ruht sowas von krass in sich. Das ist so herrlich. Wir haben kurz vor 10 und ich habe schon wieder so viel heute geschafft, wie seit Wochen nicht mehr, ne? Wie seit Monaten nicht mehr. Und das ist ein mega, mega, mega schönes Gefühl. Ja, ein unwahrscheinlich schönes Gefühl. Ja, wie gesagt, es ging dann wirklich dran, den Einband zu machen. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, komm, wenn ich euch jetzt schon die ganze Zeit mitgenommen habe, dann kann ich euch auch beim Einband mitnehmen. War ich jetzt nicht hundertprozentig zufrieden, wie der geworden ist. Ich denke, ich werde an den Rändern eventuell noch innen mit Washi-Tape arbeiten, weil ich da halt so blöde Kanten habe, die beim Einkleben einfach entstanden sind von der selbstklebenden Folie. Ich sage immer, es ist individuell, ne? Es ist einfach unperfekt perfekt, also so hat es meine Oma mal genannt, gerade wenn sie an ihre Zeichnungen denkt, die sie mal angefangen hat. Sie hat ja viel gemalt, also unser Haus hängt ja voll mit Bildern von ihr. Und sie sagt einfach, auch Unfertiges kann perfekt sein, auch Unperfektes kann perfekt sein. Und da hat sie schon echt recht, denn wenn ich mir halt wirklich ja, manche Alben oder Journals von mir angucke, da drin ist einfach nichts perfekt. Aber das macht es dann irgendwohin auch wieder perfekt, weil es einfach, es ist authentisch. Es ist authentisch und es ist echt. Und gerade überlege ich mir wirklich, ob ich vielleicht die Kleine schnapp und spontan zum Action in den Nachbarort fahre, um mal zu gucken, ob ich wieder doppelseitiges Klebeband bekomme, weil mir das nämlich gerade schon wieder leer geht. Ich habe schon wieder kaum was da. Es ist echt übel. Ja. Aber ich benutze es halt einfach auch unwahrscheinlich viel. Ne? Und das war ja auch das, was ich gesagt hatte. Ich benutze so viel doppelseitiges Klebeband. Ja, ich habe jetzt hier oben noch 5 Rollen. Ich glaube, ich habe unten noch 5 oder 6 Rollen von den 30, die ich vor 2 Wochen gekauft habe. Ne? Aber ich habe halt dadurch, dass ich die 2 Girly-Alben gemacht habe, das Album mit den Zeichnungen meiner Oma, habe ich einfach auch mega viel verbraucht. Ne? Also ihr seht, es können schon mal in 2 Wochen wirklich 20 Rollen doppelseitiges Klebeband hier verschwinden, gerade wenn halt so viele Projekte anstehen. Also so im normalen Alltag würde das nicht passieren,
Aber dadurch, dass halt die Projektliste so unwahrscheinlich lang ist, ist es ganz normal, dass da einfach mega, mega, mega viel doppelseitiges Klebeband jetzt einfach gebraucht wird. Und wie gesagt, nachdem ich jetzt heute so einen Lauf drin hatte, bin ich wirklich ernsthaft am Überlegen, dass ich jetzt meinen Kaffee trinke und wir sind ja gerichtet, die Kleine schnapp kurz rüberfahre, da bin ich dann eventuell in einer Stunde wieder da. Na, muss ich mir jetzt ernsthaft wirklich mal Gedanken machen, ob ich das mache, weil ich brauche mit dem Auto nicht lang rüber. Na, und da kurz durchlaufen und gucken und hoffen, dass sie das da haben. Ich hoffe es ja regelmäßig. Ja, wäre eine Option, weil im anderen Nachbarort kriege ich es nicht. Also wie gesagt, wenn ihr mal irgendwo doppelseitiges Klebeband findet, denkt an mich. Ne? Denkt hardcore an mich. Wie gesagt, ich zahle euch das ja auch alles. Ne? Ich zahle euch den Versand, ich zahle euch jede einzelne Rolle. Und ja, ich freue mich einfach drüber, wenn ich diesbezüglich wieder ein bisschen Hilfe bekomme, weil halt auch noch die Konfirmationssachen anstehen. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück. Ja, das zweite Album ist fertig und ich war jetzt wirklich so am Überlegen, ob ich da jetzt schon Deko reinmache. Aber dadurch, dass ich auch mit den Fotos up to date und aktuell bin, macht es jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwie eine Deko reinzutun. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist, ich sortiere mal die Deko einfach auseinander, indem ich sage, das kann ich auch für alles andere verwenden. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, auch mal ein Journal gestalte oder so, kann ich auch mal so ein Plättchen reinmachen. Und das sind einfach Sachen, die ich definitiv nur in das Album reinhaben möchte. Jetzt dieses Happy Birthday passt da zum Beispiel nicht rein, weil letztes Jahr gab es überhaupt gar kein Geburtstagsbild von mir. Deswegen werde ich da auch, oder habe ich auch von letztem Jahr von mir persönlich keine Fotos. Ich habe noch nicht mal ein Selfie von mir gemacht. Ja, sowas zum Beispiel ist super neutral, kann natürlich auch in ein normales Album. Das alles, was irgendwohin mit Girly zu tun hat oder auch sowas, werde ich definitiv in dieses Album rein kleben. Also auch gerade so ein Hey, jetzt hier gerade so Blüten, Blumen, wobei ich mir am Überlegen bin, dass ich die kompletten Rauten oder ja, einfach so gut wie alle Rauten wirklich in dieses Album verbastel. Genau. Dann habe ich hier von den Mastix, da werde ich mir auf jeden Fall zwei Stück nehmen. Von denen hier habe ich sogar die doppelte bzw. die dreifache Menge. Na, 2x3. Die dreifache Menge. Dann, da bin ich am Überlegen. Das geht natürlich auch super für den Alltag und all we have. Na, es ist ja ein Album über, also mit Fotos von mir. Na, das hier werde ich auch wieder aufteilen. Von diesen Kärtchen werde ich mir definitiv zwei reinkleben und eins für normales Journaling nutzen. Hier genauso. Bei dem hier ebenso. Und gerade bei den kleinen habe ich jetzt sogar noch mehr Auswahl. Na, da habe ich jetzt 7 Stück. 4 kommen hier rein, 3 dort. Die hier werde ich komplett in das Album verbasteln. Diese rosanen auch. Das Girly kommt auch komplett noch mit in das Album. Genauso wie das Girly. Und das hier. Dann, was definitiv noch zu 100% mit reinkommt, ist dieses Und. Genau. Bei diesem hier jetzt natürlich echt die Mega-Auswahl. Es ist ein Riesenstapel. Also da kann man dann wirklich mal so richtig halbieren, wenn es natürlich aufgeht. Na? Na, geht nicht ganz auf. Hier auf dem Stapel ist eins mehr. Und wie gesagt, was im Endeffekt jetzt auch davon trotzdem übrig bleibt, werde ich definitiv dann auch nach unten in die Schnipselbox räumen. Das hier möchte ich definitiv in dem Album drin haben.
Also man sieht schon echt, hier in der Box ist auf jeden Fall mehr drin. Aber da brauche ich halt auch erstmal aktuelle Fotos. Also da muss ich wieder fleißig fotografieren. Wobei wir halt auch am Fotobuch machen sind. Und ich mal wieder mit Erschrecken festgestellt habe, wie übelst heftigst wenig Fotos es von mir gibt. Also es sieht an manchen Tagen wirklich aus, als hätte mein Mann mit den Kindern Urlaub gemacht und ich wäre nicht anwesend. Das ist echt übel. Also hätte unser Kumpel nicht ein paar Bilder von mir gemacht, dann wird man wirklich knallhart meinen, ich wäre bei dem Urlaub nicht dabei gewesen. Ich glaube, jede Mama kennt's. Es ist schon echt irgendwohin erschreckend. Genau, jetzt habe ich es erstmal sortiert, weil, wie gesagt, ich komme mit dem Album jetzt gerade momentan nicht weiter. Da werde ich mir jetzt irgendwie so eine Orga-Tüte oder sonst was nehmen und werde die Sachen da reintun und werde die zu dem Album hinlegen. Die Alben kommen jetzt erstmal auch nach unten, weil ich die hier einfach hier oben momentan nicht verwende, genauso wie mit den Kinderalben, die schon fertig und aktuell sind. Ich habe ja einen Ordner, in den ich immer Fotos reinschiebe, aber ich lasse jetzt nicht 5 Fotos entwickeln und dann wieder 5 und dann vielleicht 3 und dann vielleicht mal 8, sondern ich sammle das, bis ich so 30, 40 Bilder habe und oder sogar noch mehr. Also wirklich teilweise stehe ich bei 4 Kinderalben wirklich bei 10, 15 Fotos pro Album immer, bevor ich überhaupt bestelle. Ne? Manchmal sind es auch in einem 8 und im anderen 12. Es kommt halt immer situationsbedingt drauf an, wie man die Kinder mal vor die Kamera bekommt. Aber ich werde jetzt erstmal beide Alben runterpacken und einfach mir das Bastelzubehör dazulegen, so wie ich es einfach auch bei den Kinderalben gemacht habe. Genau, ich sagte, ihr seht's abends. Ich denke mal, ihr werdet es jetzt dann im Laufe des Tages dann noch hochgeladen bekommen, so wie ich zum Nachvertonen komme. Die Kleine ist erstaunlicherweise total entspannt. Also ich kann hier gerade live aufnehmen. Das freut mich gerade mega. Das ist total ungewohnt. Also wenn mal so ein bisschen Geplapper kommt, ist die kleine Maus, ne? Aber es ist einfach so, so schön. Genau, und ich freue mich riesig, dass ich dieses Projekt wirklich jetzt mal in Angriff genommen habe und durchgezogen habe. Ich bin total happy. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt kralle ich mir meinen Webster's Pages. Ich bin auch immer so ein bisschen nebenbei am Jaco Bear Album basteln. Aber ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade riesig, genau. Jetzt werde ich mal alles schön zusammenschneiden und genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.